Hallo liebe Spielende, willkommen zurück zum Stream, zum Let's Play von Horizon Zero Dawn. Wir sind in Mutterherz und müssen gerade Aloy hier durch die Hauptstadt der Nora begleiten. Sie ist am Vorabend der Erprobung unterwegs, das heißt, am nächsten Tag wird sie erprobt und kann dann keine Ausgestoßene mehr sein. Dann könnte sie theoretisch in den Stamm aufgenommen werden. Und das machen wir jetzt. Wir gehen mal zur Segnungszeremonie. Die müssen wir vorher abschließen, bevor wir bei der Erprobung mitmachen dürfen. Ihr seht, hier sind sie gerade am Feiern. Warum willst du die Erprobung verderben? Manche sind nicht davon begeistert, dass ich mitmache, manche schon. Es ist jedes Jahr dasselbe. Und jetzt gucken wir mal, wie die Erprobung oder eher gesagt die Zeremonie abläuft. Hier vorne geht's Wir auch beginnen die schon Segnung, los. wenn alle Aspiranten da sind. Jo, und jetzt sollen wir auch mit der Mutter dort oben reden, mit der Urmutter, Erzmutter. Ach, Mensch. Liegt es an meinem Jetzt an Werk? ihnen allen vorbei. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Wie nett. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Jo, für wen entzünden wir es denn? Für meine Mutter, die kennen wir noch nicht. Für mich selbst ist es ein bisschen egoistisch. Für Rost, der hat uns großgezogen. Rost zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre höre unser unser Gebet. Gebet. Was ist ein Kind, Kind, wenn wenn nicht nicht Ausdruck Ausdruck mütterlicher mütterlicher Hoffnung? Hoffnung? Eine Eine leuchtende leuchtende Flamme, Flamme, die die weit weit hinaufsteigt, freischwebend freischwebend im im Wind. Wind. Ein Ein Licht Licht am am Himmel, Himmel, bis bis es es endlich endlich verglüht. verglüht. So So wird wird das das Band Band unserer unserer Liebe Liebe weiter weiter von von Hand Hand zu zu Hand Hand gereicht. gereicht. Ist das schön. Was eine coole Grafik. Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Wir sollen jetzt zur Jägerhütte oder mit Olin reden. Olin hat auch so ein Gerät an wie wir. Und das ist halt das Interessante, weil wir sind eigentlich bis jetzt der Einzige gewesen, der hier so scannen kann, wie jetzt hier. Aber Olin hat auch sowas. Und den fragen wir jetzt, was er denn damit macht. Na, das hier ist nicht Olin. Da vorne ist er. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Wo hast du... Nee, wer bist du? Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay. Wo hast du deinen Fokus gefunden? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Tja, die könnten wir fragen, die Orte, ne? Wir können da ja rumscannen. Dein Fokus hat eine Fehlfunktion. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig.
Ist mir nie passiert. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinenstöbern. Sie halten Ruinen für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung. Wenn bei den Nora Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Okay. Naja, ich hatte auf jeden Fall mehr von dir erwartet. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Vielleicht sind die Kater gekommen, okay, um sich zu entschuldigen? Ich werde ihnen diese Chance. Der war jetzt nicht sehr überzeugend, der Mann, muss man ja schon sagen. Aber jetzt sollen wir in die Jägerhütte. Wir wollen ja endlich mal zur Erprobung. Gucken wir nochmal hier gerade an den See. Och, hier haben wir Vorratskiste. An den Fluss. Sehr hübsch. Alle sind noch am Feiern. Da trommeln sie wieder kräftig. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere. Yeah, boom, boom, boom. Da vorne müssen wir hin. Das ist die Jägerhütte. Mutterloses Gör. Wo ist der Fresh? Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Der Latrinenwächter. Die ist Sieh cool. An, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Bast ist doof. Was ist los, ausgestoßen? Oder brauchst du meine Erlaubnis, um mit wahren Nora zu sprechen? Gehen wir uns mal mit Bast anlegen. Du kleidest dich sogar wie echte Nora, wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Tja, ich werde gewinnen. Du hast Angst, du tust mir leid. Mit Herzchen? Nee. Ich sage wieder was Intelligentes. Du hast Angst. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Die ist cool. Jo, Bast Speichelecker. Red mit Bast Speichelecker. Es ist spät und ich habe dir nichts zu sagen. Okay. Basts Gang. Und da ist Vala. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen.
Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Vala ist ganz cool drauf. Sie sieht entschlossen aus. Ja, die meisten sagen nix, also legen wir uns mal schlafen und auf zur Erprobung. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Ich hasse es. Es ist zu weich. Es ist nicht schlecht. Zu weich ist gut. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Yay, Hauptquest abgeschlossen, Mutterherz. Ui, jetzt wird spannend. Auf zur Erprobung. Da hoch müssen wir, heftig. Ladies first, Gentleman ist er immerhin. Der junge Mann. Oh, peinlich. Der überholt uns. Gibt's ja wohl nicht. Da trainiert die jahrelang und da überholt er uns. Sitze. Bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Der hasst uns aber ganz schön heftig. Das ist ein Graser! Was müssen wir? Die Graser kennen. Oh, da kommen sie. Fangen wir endlich an. Komm, ich hau einfach so drauf. Oder auch nicht. Nein, ich bin wieder. Jawohl. Ich habe wieder neue Fertigkeiten eigentlich. Aber jetzt haben wir schon die Kabel hier gemacht. Ui, mein Leben. Boah, ich hier alles erledige. 10 Bauteile abgerissen. Yay. Dieser kleine Mistkerl. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Was sind das für fiese Typen? Okay. Müssen wir uns eine neue besorgen. Gut. Und nochmal. Graser. Ui, so sauer. Ins Auge. Und ausweichen, jawohl. Da! Da geht doch, gar kein Problem. Da haben wir sie wieder. Jawohl. Weiter geht's. Auf zum Kriegerpfad, da vorne hin. Die anderen haben natürlich jetzt ein bisschen Vorsprung, würde ich sagen. Ein bisschen gemein war das. Ich muss sie einholen. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Ui, das wird eng hier. Ganz da ist dieses ruhig. Riesenvieh. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stärker aus. Ja, ich komme. Ich werde hier auch noch weiter vorkommen, du. Ah, wo muss ich denn hier lang? Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen.
Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre? Sie bringt sich noch um! Ui, ui. Ja, aber das haben wir schon mal geschafft. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Das ja, schaffen wir schon. Kehr einfach um und klettere zurück. Wer führt? Das willst du doch. Ich sehe nicht. Bast und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Schneller. Oh, geht doch schon mal gut. Oh, hey, da ich muss weitermachen. Die Aufgestoßene. Auf dem alten Pfad. Ist sie irre? Hä, die laufen da anders lang. Ich hol auf. Ja, die Ausgestoßene holt auf. Wie ist sie darauf gekommen? Das wird ganz schön knapp. Hey, wo habe ich das Seil her? Geschafft. Jetzt mach schon. Beeilung. Weiter so. Sind die anderen da oben? Da klettern sie. Na, bin ich hier richtig? Ich hoffe schon. Mal gehen wir mal hier hoch. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Sie hatten einen Stamm, aber ich hatte die Wildnis. Präzision, nicht genug. Los, sei perfekt. Sie will gewinnen. Oder ihr gesagt, ich will gewinnen. Dieser Bast darf nicht gewinnen. Oh, oh. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Jau. Erster. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast's geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. What? Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Was geht hier? Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Was ist jetzt los? Bei der Erprobung triumphiert. Jawohl. Es sind zu viele. Halten. Wir haben keine Chance. Erledige die Angreifer. Dann nehme ich mal hier ein bisschen Heilung auf. Okay, was tun wir denn? Dann nehmen wir natürlich den Feuerfall. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Erster Treffer. Ja gut, der brennt schon. Erledigt sie. Jo, der ist weg. Nein. Jawohl. Vernichtet die Schänder! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Oh, hier kann man ganz viele Sachen sammeln. So. Das ist der nächste. Burn, Baby. Jawohl, vernichtet die Eindringlinge! Die brennen gut. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Schnell, lauft rüber zum Seil.
Oh mein Gott, da kommen noch mehr. Tötet sie alle. Keine Zeugen, keine Überlebenden. Was sind das für fiese Typen? Gebt nicht auf! Muschel? Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Okay. Oh, gut, dann machen wir den auch noch platt. Ja, die kämpft hier gut, die Aloy, muss man ja sagen. Wie viele sind das? Boah, zwei auf einmal Streich. Achtung, keine Fehler jetzt! Hey, ich bin voll. Gibt's ja gar nicht. Es sind zu viele! Oh, oh. Ich brenne. Ich habe keine Munition mehr, Moment. Kann ich mir aber selber herstellen. Ja. Wir schaffen das nicht! Oh, Mutter, hilf uns! Na, daneben. Vernichte die Eindringlinge! Wo kommt der her? Vernichte die Schänder! Sie sind zu stark! Aber noch nicht geschlagen. Wir können sie nicht aufhalten! Das war knapp. Erledigt sie! Hey, nein. So. Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Wie viel jetzt hier liegt, aber alles habe ich schon voll jetzt. Ja, kann ich alles nicht gebrauchen. Oh, was Grünes. Was Grünes ist immer gut. Wieder Wüstenglas. Wofür was Baum weiß ich noch nicht. Na. Immer den Trank. Ah ja, dann ist man sofort geheilt. Und da ist noch irgendwo einer. Ah, hier können wir nach oben. Das ist ja gut. Es sind zu viele. Jawohl. Das kommt mir gelegen. Oh oh. Jetzt steht da nicht runter, gut. Solange es noch geht. What? Komm zurück! Der hat ein Maschinengewehr. Ah! Bala! Bala! Nein! Und der läuft mitten rein. Wie ist der denn drauf? Stirbt jetzt alle vorwärts! Oh oh. Die suchen mich oder was? Was ist denn mit der Waffe? Oh, jetzt schießt er. Jo, hab ich platt gemacht. Hallo Alexos, schön, dass du vorbeischaust. Hui. Nein. Jetzt habe ich auf den Chat geachtet, jetzt sterbe ich oder was. Jetzt doch nicht. Moment, ich muss mal hier gerade ein bisschen aufpassen. So, jetzt aber. Dein Ende ist gekommen. Dein Ende ist gekommen. Die brennen beide gut. Ja, der ist jetzt gleich weg. Jawohl. Es fehlt nur noch der mit dem Maschinengewehr. Ja, haha, den haben wir auch platt. Todbringergewehr, so heißt das Ding. Nice. So mag ich. Da war ich ein bisschen zu aggressiv jetzt. Nee, ist nicht die Morrowind-Erweiterung. Hier fragen schon welche, ob das Elder Scrolls Online ist. Das ist Horizon.
Oh, und jetzt bin ich durch den Chat so abgelenkt gewesen. Nur deshalb bin ich natürlich gestorben. Ich gucke jetzt mal gerade nicht auf den Chat. Ich muss das jetzt hier mal gerade schaffen, weil das ist jetzt ein relativ schwieriger Kampf gegen den Schattenführer mit dem Maschinengewehr hier. Horizon Zero Dawn. Nur auf PlayStation 4. Gibt's nicht für... Komm, versuchen wir mal hier aggressiv ranzugehen. Du kannst. Jawohl. Jetzt haben wir die Waffe sofort. Den als erstes gekillt. Und jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ui, das war nicht vorsichtig genug. Ja. Haha, das macht Spaß. Da oben sind immer welche. Ja, so gehen sie gut down. Nein, keine Munition mehr. Na, ich brauche einen Feuerpfeil, weil dann brennen sie wenigstens etwas. Das dürfte der letzte sein. Oh Mann. Der will nicht wirklich sterben. Oh, ein bisschen Holz kann man immer gebrauchen zum Inventar vergrößern. So, Heilung. So, da sind wir wieder voll geheilt. Und jetzt nur noch Ärger. Schön, dass ihr alle vorbeischaut. Sehr lieb von euch. Na, jetzt sterb schon. Ja, Horizon ist ja auch ein schönes Spiel. Man muss auch mal was anderes spielen, außer nur Elder Scrolls Online. So, plündere den gegnerischen Anführer. Wo liegt er? Der liegt hier irgendwo, wo ich ihn gerade umgebracht habe. Jetzt müsste ich ihn erstmal finden. Ich glaube da, der Grüne. Ja, das war er wohl. Der hat auch so ein Teil an wie ich. So ein Fokus. Oh oh. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Horst kommt zur Hilfe. Yay, geil. Ich dachte, der wäre schon weg. Verbrenne alles. Dann zu deiner Aufgabe. Wie du befiehlst. Das ist etwas Sprengstoff. Oh oh. Ich muss hier weg. Ich kann gar nichts machen. Aloy! Aloy. Überlebe. What? Rost ist tot. Nein. Der hat uns aufgezogen. Wie fies ist das denn?
sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Es tut mir leid. Ja! Kehr dein Gesicht zur Sache. Oh nein! Rust! Nein, nein. Aber ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Toll. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Und wo bin ich? Haha, sagt sie auch. Wo bin ich? Suche nach deinem Fokus. Ja, der Fokus ist wichtig, damit kann ich Hologramm sehen. Ich muss meinen Fokus finden. Ich kann meine Fertigkeiten nicht benutzen im Moment. Ich bin hier gerade in so einer Ruine von den vergangenen Zivilisationen, dem Metallwesen, aber wo muss ich hin? Wo ist mein Fokus? Aha. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Jo. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Bunkertür, Brandschutztür. Wir sind auf jeden Fall in einer von diesen alten Einrichtungen. Und ich muss weitersuchen. Genau, jetzt suche ich also meinen Pfeil und Bogen wieder. Hier ist irgendwie ein Altar oder sowas. Und ich kann jetzt noch immer nicht meine Fertigkeiten benutzen. Das gibt's doch nicht. Na gut, suchen wir erstmal die Ausrüstung. Irgendwo hier müsst ihr sie ja sein. Ich empfange da ein Signal. Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Aha, da müssen wir sicherlich hin. Da ist auch ein Fokus, den dieser Mörder dabei hatte, der da gerade alle gekillt hat. Da, mit meinen anderen Sachen. Gut. Jetzt sind wir wieder ausgerüstet. Okay. Was kannst du mir zeigen? Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Oder auch dir, oh Master Assassin. Bild der Zielperson. Ich bin eine Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin?
lasern mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Beim Beeilung, ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Ich bin die. Bist du meine Mutter? Eliminiere. Und ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Jetzt erfahren wir endlich, wer Aloy ist. Ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Endlich erfahren wir mal, warum die ausgestoßen war. Und aha, jetzt sehen wir auch die Map. Und jetzt kann ich Fertigkeiten vergeben. Sehr cool. Ja, und zwar Lockruf, damit die Maschinen zu mir kommen. Dann brauche ich die nicht immer so weit anzuballern. Benutzen wir auf jeden Fall mal. So. Dann kritischer Treffer, damit ich mehr Schaden verursache. Das ist auch gut. Und, toll. Präzision wäre auch noch cool. Leichte Sperrangriffe schlagen viel wahrscheinlicher Rüstung und Bauteil ab. Wäre jetzt auch noch gut gewesen. Schade, mir fehlt ein Fertigkeitspunkt. Ah, den kriegen wir jetzt gleich bestimmt. Wir sind ja schon Level 7 oben, sieht man es ja oben rechts. Gehen wir mal der Urmutter nach. Die wird uns jetzt verraten, was los ist. Ich will endlich wissen, warum die hier in so einem Bunker ist. Und warum sie ausgestoßen war, vor allem Dingen. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Okay. Ich folge einfach mal unauffällig. Okay, jetzt muss ich mit ihr reden. Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Oh! Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das ist wie die Frau, die ich sah.
Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Okay. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Jetzt gehen wir hier raus. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Boah, wie viel Story, ey. Habe ich mal ein bisschen gekämpft und jetzt wird die ganze Zeit nur gequatscht. Ist ja schon heftig irgendwie. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Oh nee, hier ist nicht noch Musik. Wir wollen kämpfen gehen. Wir alle hoffen auf dich. Okay. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird.
Wow. Und jetzt wieder so viel Text. Naja gut, ich will ja schon erfahren, was eigentlich so ein Sucher macht und was wir so tun müssen. Aber ich glaube, das ist hier eine ganz gute Möglichkeit, mal ein bisschen Pause zu machen. Ich muss mal ein bisschen was trinken. Das war jetzt so viel Stoff. Und ich würde sagen, in ein paar Sekunden sehen wir uns wieder. Und jetzt mal eine ganz kleine Pause. Bis gleich.